Hallo und herzlich willkommen zurück zu Farm Together 2. Wir haben noch nicht ganz den Monat rum. Oder ist der Epi auch schon? Ich habe mir gedacht, ich schaue mal so ein bisschen in Feldern beim Wachsen zu. Das habe ich jetzt voll drauf gehabt, weil ich habe gerade gedreht. Ich schaue den Feldern mal ein bisschen beim Wachsen zu, weil ich konnte gerade gar nichts mehr machen. Und der Epi war fleißig. Ausnahmsweise mal. Der Epi war fleißig und ist ins Haus, wollte ich gerade sagen, in die Stadt gegangen und hat ein bisschen was verkauft. Und wir können uns dadurch endlich wieder eine neue Erweiterung leisten. Und jetzt haben wir keine Ahnung, wo wir die eigentlich machen. Moment, ich gucke mal eben in der Übersicht. Kann ich das noch ein bisschen? Nee, ich kann es nicht mehr vergrößern. Also relativ flach ist es auf der Karte unten links und unten rechts, glaube ich. Das sind diese Wüstengebiete, sag ich mal. Aber mach dann auch einen Schnellreisepunkt ein. Ich will mir nicht immer einen Wolf abfahren oder laufen. Nee, also wenn wir das hier unten nehmen, das ist ja mehr oder weniger direkt neben dem Eingang hier. Das ist ja, auf jeden Fall sehr flach. Das erstmal? Ja, mach das erstmal, ja. Da sind auch Hühner und Salat drauf. Aber auch Bananenbäume. Also dann machen wir das jetzt. Okay, ihr habt den Epi gehört. Wir nehmen jetzt das Land. Zack. Jetzt können wir in die Wüste gehen. Wir können schauen, wie die armen Hühner hier in der Wüste verhungern, weil sie gar nichts zu fressen kriegen. Haben wir überhaupt schon Bananen? Doch, Bananenbäume haben wir doch eigentlich, oder? Oder haben wir die noch nicht? Mich wundert's, dass wir die überhaupt hier... Ah doch, Level 6 haben wir. Mich wundert's, dass wir die überhaupt drinstehen haben, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich nichts außer Zitronen und normale Äpfelbäume bekomme. Mhm. Wobei, ich muss dazu sagen, ich habe noch kein so ein Wüstenland freigeschaltet. Du hast das privat ja schon mal gemacht. Hast du da auch Bananenbäume bekommen, weißt du das? Da waren die drin, ja, die Bananenbäume, ja. Also haben wir quasi drei verschiedene Bäume, die wir wahrscheinlich dann durch die Erweiterung... Aber brauchen unheimlich lange. Das nervt total. Das heißt, die brauchen... Weil du hast nur eine Jahreszeit, glaube ich, wo die da sind. Na gut, das sind Bananenbäume. Eigentlich kommen die aus dem tiefsten Süden, ne? Das auch nicht vergessen. Ich mach die mal hier so daneben. So. Ja, so kann man das besser sehen. So ist das richtig in einer Reihe. Aber, warte mal. Wir haben 18. Wir müssen doch irgendwo dann noch welche haben. Ich kann mich nicht dran erinnern. Bananenbäume? Ja, ich kann mich nicht dran erinnern. Irgendwo. Oh, warte mal, da vorne. Ach doch, ich habe die hier direkt im Haus mal gebaut, ein paar. Aber die tue ich mal rüber, weil die sind alle einzeln in einer Reihe. Das ist natürlich nicht so schön dann. Sieht zwar ganz nett aus. Das habe ich irgendwie in einer der letzten Folgen gemacht, das weiß ich noch. Jetzt, wo ich das gerade so sehe. Das sieht zwar ganz nett aus, aber ist natürlich zum Abernten ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, ich habe dir ja eben so einen Vorschlag gemacht, als wir offline waren. Was hältst du denn davon? Den weiß ich doch jetzt nicht mehr. Das ist der Epi, wie er leibt und lebt. Und dann heißt es, dass ich manchmal böse zu dir bin, weißt du? Aber du hörst nie immer zu, was ich dir sage. Oder überhaupt irgendjemand dir sagt. Warte mal, irgendwas war hier im Sommer, das darf ich nicht vergessen. Die Schweine schlafen immer noch. Ach so, die Kürbisse, genau. Die sind ganz hinten auf deiner Seite. Ja, ich lauf schon. Ich lauf nicht schnell, aber ich lauf schon. Die dürfen wir nämlich nicht vergessen, weil die machen gut Geld eigentlich. Also, du kannst ruhig was setzen, was du dann direkt wieder nachsetzt. Aber setz nichts Neues gerade, ja? Ich mache nämlich mal eben hier. Ja, ich wollte den Weizen abernten, der ist... Also die haben jetzt, glaube ich, 4000 Gewinn ungefähr gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob du gleichzeitig auch was geerntet hattest. Jetzt ernte ich gerade. Ich mache den Weizen gerade. Der macht auch einiges. Weil jetzt haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen... Das ist ja das, was ich meine. Es kommt immer drauf an, was du gerade hast. Oh, die sind wichtig. Die sind aber ein bisschen teurer. Nicht ausgeben. Warte mal eben. Ich muss noch... Ich habe kein Ziel mehr. Warte mal, die sind... Nee, das sind die anderen. Aber die sind auch irgendwo hier vorne. Warte mal, dann kann ich die nochmal neu setzen. Diese pinken Radieschen oder was das waren. Das waren doch Rüben, oder? Oder Rüben? Ja, ich hab das Bild gerade nicht mehr im Kopf. Das war auf jeden Fall irgendwo hier vorne.
Das sind die das? Ja, sind Rüben. Hast recht. Die kann ich ja neu setzen. Da machen wir ja keinen Verlust mit. Nur wir haben jetzt die Trauben bekommen. Und eigentlich wäre es ganz gut, die Trauben zu setzen. Eben damit wir die natürlich auch ein bisschen leveln können. Ne? Weil ich habe, glaube ich, 3 verschiedene Arten von Trauben privat jetzt schon freigeschaltet. Mhm. Den haben wir auch nicht. Was ist mit Paprika? Ich muss hier immer wieder reingucken. Paprika kann ich abernten. Okay. Was ich ein bisschen schade finde, ich habe halt alles freigeschaltet, aber ich habe bisher noch nichts gefunden im Haus, wo du Medaillen mitmachen kannst. Früher hatten sie ja überall, also an jeder Stelle im Haus, hatten sie ja was, wo du Medaillen in der letzten Stufe machen konntest. Ich gehe mal stark davon aus, dass das wieder hinzukommt, aber ja, ich bin halt ein bisschen traurig, dass es jetzt gerade nicht drin ist aktuell. Warte mal, den Weizen war das kleinere, ne? 700, genau, da haben wir nämlich das eine Feld, was wir... Hast du schon neu gemacht? Das war das hier vorne, ne? Der Epi hat doch mal zugehört. Du hörst ja nicht nur nicht zu. Was er im Übrigen eben bestätigt hat. Also sauge ich mir nicht aus den Fingern. Außerdem muss man dazu sagen, das ist typisch männlich. Ich höre bei den wichtigen Sachen zu. Nee, nee, ich muss dazu sagen, das ist typisch männlich. Aber... typisch weibliches auch, trotzdem weiterzureden, obwohl man weiß, dass man nicht zuhört. Also, dass Mann mit Doppel-N nicht zuhört. Und das ist natürlich auch nicht immer positiv. Ne? Also geht hier nicht nur gegen die Männer, es geht auch gegen die Frauen. Müssen wir ja ganz ehrlich sein und ganz fair bleiben. Ja. So, ich weiß nicht, warum wir jetzt hier eine Reihe mehr haben. Ach, die war... Ach, weil ich das mit einem anderen gemacht habe. Ah, verstehe. Deswegen ist das jetzt ungleichmäßig. Naja, gut. Was ist eigentlich mit den Auberginen? Ja, die könntest du... Ja, genau, die kannst du jeden Monat machen. Die könntest du theoretischerweise jetzt weiter pflanzen. Ich weiß nicht, ob du die machen willst. Die dauern aber auch 12 Stunden, glaube ich, insgesamt. Ja, ich dachte, wir machen mal ein so ein kleineres Feld davon denen auch. Das, falls wir sie brauchen, müssen wir dann vielleicht nicht 12 Stunden warten. Dann lassen wir die lieber... Also ich mache mal die 2, die hier noch fehlen, auf jeden Fall noch rein. Und soll ich die anderen dann auch noch machen, oder... Die wären, warte mal, das wären nochmal 9000 dazu, um so ein doppeltes 9er-Feld zu haben. Mhm. Soll ich noch ein 9er-Feld machen? Das wären nochmal 9000. Nein, so viele 9er-Felder mach nicht. Trauben kannst du übrigens auch machen. Jetzt. Ja, das habe ich ja eben gesagt. Soll ich für die auch ein Feld machen? Das heißt, eigentlich hatte ich hier hinten ja schon ein Feld gemacht. Die sind aber, glaube ich, ein bisschen teurer als... Ja, minimal... Minimal ist gut, wenn du das Geld nicht hast, ne? Warte mal, ich mache mal ein 9er-Feld. Soll ich noch ein 2. machen? Wären so 10.000, glaube ich. Mhm. 2... Ja, ein bisschen mehr. So, dann machen wir mal 2 kleinere Felder. Beziehungsweise 2 normal große Felder. Haben wir eigentlich noch... Oh ja, irgendwo haben wir 49 von den Wassermelonen. Sind nicht die neben mir, oder? Ich bin mir nicht sicher. Die haben wir doch erst. Auch die normalen. Ne, Wassermelone selber haben wir nur hier hinten. Ja, weil ganz hinten ist Melone, deswegen. Ja, hier, wo ich bin, habe ich eine Wassermelone. Die gieße ich gerade. Ah, wir brauchen die anderen Schweine für die Quest. Und wir brauchen wirklich noch die Fische. Ja, super. Warte mal, ich hefte das mal an hier. Die beiden Sachen sollten wir dann aber auch stellen, weil sonst kommen wir damit ja nicht weiter mit beiden Quests. Warte mal, schwarzer Clownfisch, der kostet zu viel. und die Schweine kosten auch zu viel, aber die kosten ein bisschen weniger. Da könnten wir vielleicht mal ein bisschen weniger, dann müssen wir halt öfter mal die Schweine wieder abfarmen. Und vergrößern die quasi danach, weißt du, vom Feld her. Mhm. Nein, oh. Ups. Ich war es nicht. Ich fahre mal woanders hin. Schöne Blumen hier in der Ecke.
Hast du wieder was kaputt gemacht? Ne? Nein, ich wollte eigentlich 6 machen und dann ist der wieder so ein Plöpp nach vorne und hat dann aus Versehen 9 gemacht. Ich mache die nächsten Sachen, die ich mache, dann nur noch zu Fuß. Ich mache die dann nicht mehr mit dem Traktor. Ach, so ein Mist, ey. Gerade noch der gesagt, Salat, wir machen da nicht so viele davon. Ja, das ist aber normal. Pass auf, ich mach 2 schwarze Clownfische. Dann können wir die zumindest mal ein bisschen zwischendurch angeln. Das ist nicht viel. Müssen wir halt 5-mal angeln oder jetzt noch ein bisschen Geld verdienen, damit wir nochmal neue holen können. Ja, ist doof, aber was willst du machen, wenn du jetzt gerade nicht so viel hast, ne? Den Salat, den könnten wir auf jeden Fall nochmal abenden, wenn er fertig ist. Aber der macht natürlich jetzt den Braten auch nicht fett, ne? Ich sag mal, die Möhren, die wären natürlich ganz gut. Wenn wir die nochmal, Kartoffeln wären sowieso gut. Die bringen ja auch ein bisschen mehr. Ach, hier haben wir, glaube ich, die Wassermelonen. Kann das sein? Ah, ja. Hier sind die Wassermelonen. Wir können jetzt aber noch nicht den Wörsing machen. Der ist erst nächsten Monat. Also das kann ich euch wirklich nur empfehlen, damit ihr keine Geldprobleme kriegt. Ja, wir sind jetzt gerade nicht das beste Beispiel, aber wir haben auch wieder viel neu gesetzt, muss man dazu sagen. Und wir haben ja auch die Weizenfelder gegen die Roggenfelder hier ausgetauscht. Da muss man natürlich auch entsprechend mehr bezahlen. Also andersrum. Die Weizenfelder, da haben wir halt jedes einzelne für 250 gekauft und dann haben wir direkt so einen Sprung gemacht und für den Roggen mussten wir immer 725 pro Feld bezahlen. Sind natürlich auch nochmal mehr Kosten, ne? Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Und da, ja, macht man sich nicht pleite mit, aber dadurch stockt das dann unter Umständen ein bisschen. Pass auf, wenn wir das so ungefähr lassen, wie wir das jetzt haben, dann würde ich sogar sagen, dass ich hier... Aber wir haben nichts, wo ich das herkriegen könnte, ne? Sonst... Hm. Ja, sonst hätte ich gesagt, ich mache hier nochmal einen Weg durch und schließe das da links ab. Ich könnte da natürlich jetzt auch ein paar Edelsteine für ausgeben, damit es schöner aussieht. Aber ich weiß nicht, ob du das möchtest. Mach doch. Ich glaube, die kosten nur einen Edelstein. Genau, das sind die billigsten. Obwohl es die billigsten sind, bin ich ganz ehrlich, finde ich das immer noch den schönsten Weg, den man hier haben kann. Ich meine, ja, klar, dafür, dass es ein Bauernhof ist, ne, ist das natürlich jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, überall die Steine auszulegen. Aber ich finde es trotzdem, optisch finde ich das unheimlich schön. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welcher Weg euch so am besten gefällt. Würde mich wirklich mal interessieren. Da gibt es natürlich auch noch ganz viele Varianten. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Wenn ihr da drauf steht und ihr drückt Y in dem Fall, also das zweite von unten, da steht es drin. Wenn ihr dann nach oben rechts guckt, dann seht ihr zum Beispiel, und da hat der Epi sich privat schon mal mit vertan, aber das sage ich jetzt hier keinen. Hetze. Dann könnt ihr oben rechts sehen, dass da eine andere Farbe rauskommt. Und hier zum Beispiel, dann ist sogar ein komplett anderes Symbol, wenn man so möchte, drin. Hier, das könnte ich mir vorstellen, dass meine Tochter das mal nimmt, weil das mit Blau drin ist. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Ja, und das ist dann wieder Variante 1. Ich weiß nur nicht, warum da unten eigentlich steht Y-Variante und Y-Statistik an und aus. Also den Teil habe ich noch nicht so ganz verstanden. Aber das kann man halt mit allen Teilen machen. Nee, das kann man nicht mit allen Teilen machen, nur wo es steht. Die Straße hier, die habe ich mir persönlich zum Beispiel noch nicht angeguckt. Ah, die kann man... Das ist immer eine komische... Ach so, das ist ja krass. Wie sieht das denn aus, wenn man die nebeneinander macht? Sehen die dann genauso aus mit einem weißen Streifen? Das wäre natürlich ganz cool. Dann gibt es nochmal so eine ganz schwarze Straße. Die Straßen musst du dir mal angucken. Das ist wirklich... Die Varianten sind gar nicht so schlecht. Ja, die sehen gut aus, glaube ich. Habe ich auch schon mal kurz geguckt. Das sind meine Schweinchen. Ihr dürft mir ja nicht verhungern hier, ne? So, das können wir 3,5 Minuten. Ist aktuell drin. Eine Jahreszeit dauert, was habe ich mal gesagt, 17 Minuten, ne? Müsste ausreichen, um das nochmal neu zu setzen. Vorausgesetzt, dass ich daran denke, natürlich nur. Was ich dann wahrscheinlich nicht machen werde, bei meinem Glück. Achso, hier hinten, genau, hier hinten die Sachen. Sind die jetzt fertig? Ah, cool. Frage ist nur, wollen wir jetzt hier auch Salat haben? Aber ich setze den jetzt einfach mal neu.
So, mache hier noch zwei Streifen dazu. Salat kostet ja jetzt nicht so viel. Dann haben wir nämlich zwei Neunerfelder. Aber mittlerweile haben wir unheimlich viele Kühe, wollte ich gerade sagen. Mittlerweile haben wir unheimlich viele Hühner hier drin. Dadurch, dass wir halt immer diese anderen, diese Erweiterungen holen, ne? Weil, wenn ich hier irgendwelche Tiere drin sehe, komischerweise als einziges bisher, haben wir immer Hühner in den Erweiterungen drin. Hm. Ich habe auch, nee, ich habe privat auch noch nie was anderes gehabt. Hast du privat schon mal was anderes gehabt? Nee, ich habe auch nicht. Bei den Fischen ist ja auch immer der Clownfisch. Die nehmen wir den ersten, habe ja. ich keine Ahnung. Ja, das finde ich ehrlich gesagt aber ein bisschen blöd. Weil ich kann verstehen. Du musst ja auch mehr bezahlen für diese Erweiterungen. Dann könnten sie auch ja bessere Sachen dann mal hinstellen halt noch. Ne? Ja, wie gesagt. Ich kann verstehen, wenn sie das machen in der Nähe von diesem Startgebiet. Weißt du, alle drumherum, wo du dann am Anfang erstmal hin, dass du da nur die normalen Clownsfische hast. Aber zum Beispiel, du hast ja diese Außenbereiche. Warum machen die da denn nicht zum Beispiel mal ein, zwei Stufen höher rein? Das wäre doch auch mal eine Idee. Also das fände ich eigentlich gut. So. Jetzt weiß nicht mal, was du sagen wolltest. Ja, nee, ich wollte nichts mehr sagen. Ich bin sprachlos. Du bist immer sprachlos. Früher hast du mal gesagt, du bist sprachlos, weil ich so toll bin. Heute, glaube ich, meinst du eher das Gegenteil. Wir sind zu lange zusammen. Da ist die Sprachlosigkeit, kommt dann aus anderen Gründen. Ja, wahrscheinlich. So. Die Sprachlosigkeit geht über in Fassungslosigkeit. Ich dachte, du warst damals schon fassungslos. In dem Fall jetzt auch im negativen Sinne. Warte mal, nee, die können wir nicht setzen. Den Wörsing konnten wir auch nicht setzen. Das ist die falsche Jahreszeit, ne? Trauben habe ich gesetzt, die brauchen aber noch eine ganze Weile. Die Blumen, die hier vorne, glaube ich, brauchen nicht mehr ganz so lange. Nee, nur noch knapp eine Stunde. Nicht mehr ganz so lange. Können wir dann ja mal machen, wenn wir ein bisschen Geld haben, dass wir dann, wenn wir die Trauben zum Beispiel abernten, dass wir dann ein Feld, es sei denn, wir haben jetzt viel mehr Geld, dass wir dann noch ein Feld dazusetzen. Hatten wir die lilanen? Ja, hatten wir auch gerade nicht. Ach, Moment, Kartoffeln! Ihr macht mich so glücklich. Kartoffeln kann ich in jeder Jahreszeit setzen. Also zumindest die normalen Kartoffeln. Und die bringen auch recht gut XP. Ich meine, seit wir angefangen haben aufzunehmen, also für euch jetzt die letzte Folge, haben wir jetzt schon 2,5 Level wieder gemacht. Ne? Das darfst du nicht vergessen. Das heißt, wir haben wieder einiges auch abgefarmt. Das kann ich euch tatsächlich nur empfehlen. Guckt, dass ihr immer so ein bisschen Misch habt, je nachdem, wie ihr natürlich spielen könnt. Wenn ihr selten Zeit habt, auf die Farm zu gehen, dann würde ich euch empfehlen, tatsächlich was zu machen, was länger dauert, weil das hat dann in der Regel auch oft hohe XP im Vergleich. Nur wenn man es natürlich auf die Stunde runterrechnet, sind die XP dann natürlich nicht mehr so hoch, ne? Aber wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe jetzt sowieso nur einmal am Tag Zeit, da mal eine halbe Stunde drauf zu gehen oder so, und die Farm jetzt nicht gerade komplett klein ist natürlich, weil sonst habt ihr ja gar nichts mehr zu tun, dann macht auf jeden Fall was drauf, was zum Beispiel 12 Stunden dauert. Dann könnt ihr, wenn ihr zwischendurch Zeit habt, vielleicht nochmal bewässern oder so, aber ansonsten könnt ihr dann immer nochmal reingucken und sagen, okay, das ist 30 Minuten, dauert noch ein bisschen. Das ist jetzt was weiß ich, so lange dauert, bis ich von der Arbeit wiederkomme, oder ihr setzt was so lange dauert, bis ihr aus der Schule wieder zurückkommt. Nur habt immer die Felder voll. Also ich würde nicht empfehlen, wenn ihr jetzt zum Beispiel noch 20.000 übrig habt oder so, es sei denn, das wollt ihr sparen für irgendwas, was dann in der Jahreszeit nicht ist. Aber wenn ihr jetzt sagt, okay, ich weiß sowieso, ich schlafe heute Nacht, das heißt 12 Stunden sind sowieso dazwischen, dann auf jeden Fall am besten die Felder immer schön voll machen, sodass ihr immer Gewinn damit rauskriegt. Das ist so mein Tipp Nummer 1. Der Epi hat jetzt gar nicht verstanden, was ich am sagen bin. Ich bin schockiert. Der ist schon wieder so ruhig irgendwie. Das ist. Ja. Da geht ein bisschen gerade Geld runter, aber ich setze hier nur ein Feld, wo wir mal was hinsetzen können. Ne? Also das Problem ist, wir haben nicht genug Geld, um richtig zu starten. Weil du immer so viel ausgibst. Was heißt nicht genug Geld, um richtig zu starten? Wir müssten eigentlich ein ganz großes Weizenfeld machen. Der Salat ist schon wieder voll nebenbei im Markt.
Wieso ist jetzt hier so ein kleines Feld von den pinken Rüben, also nee, lila Karotten, die wir drüben auch haben als Feld? Weil die da war. Die, ich glaube, das war eins, das so ein Kombifeld war, wo du auch, das kriegst du ja auch manchmal. Hm, nee, ich meine, das war die Seite, die ich extra erweitert hatte. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, dass ich hier lila Rüben hingemacht habe. Was habe ich hier mit den Rüben die ganze Zeit? Lila Kartoffeln? Oh mein Gott, ich rufe mir selber einen Arzt heute. Es ist ja schlimm. Lila Karotten, so, die könnten wir übrigens jetzt in der nächsten Jahreszeit machen. Die Frage ist, soll ich davon das zweite Feld voll machen? Wir haben nur 9000, das schaffst du sowieso nicht. Oder soll ich die hier wegmachen und eventuell was anderes jetzt in der Jahreszeit hier hinsetzen? Tja. Ach, guck mal, wir haben nur 9 Tomaten. Vielleicht sollten wir davon mal ein paar hinsetzen. Mhm. Pass auf, dann mache ich das doch mal. Weil Tomaten, weiß ich, sind auch öfter schon mal in der Quest drin. Aber ich meine den Quests, wenn du später mehr brauchst. Also wenn du wirklich so, keine Ahnung, 60 Stück oder so davon brauchst. Wobei, jetzt muss man dazu sagen, wir sind jetzt auch schon bei Level 30,5. Ist jetzt nicht so, als ob wir jetzt nur die ganz kleinen Quests haben, ne? Darf man nicht vergessen, bist du jetzt die Lieder... Ach, die Möhren sind auch schon wieder voll. Achso, die zählen unter... Ah, verstehe. Das ist alles das Gleiche. Ja, das konnte ich mir irgendwie nie merken, was jetzt genau wo drunter zählt. Manchmal ist es auch ein bisschen komisch, wenn man so von der Realität ausgeht, wie sie es so zusammen gemacht haben. Aber so im großen Ganzen, das ist natürlich super. Also, genau, das sind die roten Kartoffeln. Die kann ich auch nochmal neu setzen. Kannst du vielleicht nochmal verkaufen in der Zeit? Ja, weil die Kartoffeln sind jetzt auch schon wieder... Ja, nicht nur Kartoffeln. Das ist ja jedes zweite hat das Symbol hier. Haben wir die... Oh, wir haben gerade die violetten Kartoffeln freigeschaltet. Da mache ich hinten mal einen kleinen Streifen mit. Ich kann es gerade nicht sehen, wie teuer die sind. Ich sag's dir aber gleich, wenn ich angekommen bin. Ach so, links war das. Ja, 510 pro Feld. Also ist jetzt nicht so die... Oh. Ist jetzt nicht so die Menge. Und ich, ja. Ich habe jetzt, glaube ich, einen Denkfehler gehabt oder so. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber stand auf jeden Fall 500, was habe ich gesagt? 512, glaube ich. Keine Sorge, kriegen wir sofort wieder rein. Ich habe nämlich gesehen... Das ist so unübersichtlich hier bei dir alles. Ja, das ist alles total, total blöd gestellt. Ich weiß überhaupt nicht, was da wo ist. Ja, das hast du gemacht. Ich habe mich da auf dich verlassen, aber... Ja, also gar nicht. Ich habe das ja nicht gemacht. Ich konnte mich da ja nur auf dich verlassen. Ich hatte ja absolut keine Ahnung von Farben. Warum haben wir nur 2 schwarze Clownfische? Du musst die erstmal dahin machen. Ja, habe ich doch gesagt, die müssen wir dann mit der Zeit ein bisschen aufstocken. Oh, bei mir sagt das Synchronisierung mit dem Server ist fehlgeschlagen. Ich kann... Hä? Kam eine Meldung gerade. Bist du rausgeflogen jetzt oder wie? Nee, noch nicht. Hä, okay. Also der Hinweis kam bei mir jetzt noch nicht. Du läufst auch noch hier rum? Mhm. Hier sind die Tomaten. Die kann ich gleich machen. Oh, da kann ich mal eben... Oder ist das schon für nächsten Monat? Nee, kann ich jetzt machen. Also Schweinchen müssen natürlich auch nochmal gefüttert werden. Okay, da haben wir nicht gerade viele Bäume von. Aber gut, wenn wir natürlich jetzt im Moment ein bisschen sparen... du könntest den Mais noch mal eben bewässern hier vorne. Ich guck mal, die Tomaten müssten hier im Moment... Ja, 9 Sekunden. Die habe ich doch gerade noch drin gehabt, ne? Ja, genau, das sind die hier. Jetzt sagt er es wieder. Synchronisation fehlgeschlagen. Was soll denn das heißen? Und warum kriegt das... Also, das muss ja irgendwas damit zu tun haben, weil du auf meiner Farm drauf bist, offiziell. Ja, der Server ist ja bei dir. Also, das ist ja dein Server sozusagen. Ja, aber du bist ja sogar in meinem Netzwerk jetzt aktuell. Also, ja, aber das geht ja über Steam. Ja, dieses Team-Sache, die ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen mit den Servern. Da muss ich dir leider recht geben. Ach so, haben wir die? Nee, haben wir nicht. Aber Wassermelonen könnten wir theoretisch... Waren die nicht fertig da hinten, die Wassermelonen?
Nee. Den müssen wir nochmal in Bewässern lassen. Ich habe eben was von Wassermelonen, habe ich vorhin gesagt. Aber du hast gar nicht die lila Karotten gemacht. Weil ich sie nicht abernten konnte, weil ich sie nicht neu setzen konnte. Hallo? Schon seit mindestens 6 Minuten oder so. Bei mir ist wieder fehlgeschlagen. Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Habt ihr das auch schon mal gehabt? Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Es würde mich jetzt mal interessieren, wann das auftritt. Und ich nehme mal an, dass es immer derjenige halt eben kriegt, der auf eine andere Farm drauf geht. Warte mal, da mache ich hier aber noch eine Melone hin, damit wir hier komplett neuen haben. So. Können wir das komplett abernten, ja. Die sind übrigens in 6 Minuten fertig. Erinnere mich mal dran, ungefähr, wenn das oben die halbe Jahreszeit ist, müssen wir nach den Melonen sehen. Weil dann können wir die innerhalb... Das finde ich auch so schön. Das war damals ja nicht so. Das haben sie wirklich sehr, sehr verbessert. Dass du teilweise, je nachdem, was es ist, ne, wie lange das braucht, und je nachdem natürlich, ob du dann am PC bist oder ob du keine Zeit hast, jetzt so lange dann hier in der Farm zu sein oder so, muss man natürlich dann auch bedenken, dass du innerhalb von einer Jahreszeit teilweise 2x anpflanzen kannst, wenn du zwischendurch bewässerst. Mhm. Und das auch bei den Sachen, die jetzt nicht ganz so wenig XP bringen, sage ich jetzt mal. Ich meine, hier so bei Karotten oder so, okay, da kriegst du dann natürlich nicht so viel XP. Aber ich sag nur zum Beispiel den Weizen. Überleg mal, der Roggen, also eigentlich alle drei davon. Aber der Roggen ist ja das letzte, Gerste. So, Gerste ist ja die letzte Variante. Die war damals, lass mich nicht lügen, 12 Stunden, glaube ich. Und wie schnell die heute vorbei ist im Endeffekt, ne? Also das finde ich richtig, richtig klasse. Das ist das und die Blumen, die ich dann daraus wiederum hingestellt habe. Das ist nämlich auch so ein bisschen mein, in Anführungszeichen, Erfolgsrezept gewesen. Weshalb ich jetzt da aktuell stehe und ich kann halt nichts Neues bauen, weil ich im Moment noch keinen Platz habe. Mit fast 4 oder 5 Millionen jetzt gerade. Und ich stehe da und will was bauen und ich weiß nicht wohin, weil ich keinen Platz habe. Und da kommt dann wiederum das Negative ins Spiel. Wir haben jetzt aktuell immer noch nichts, womit wir halt Edelsteine farmen können. Ja? Ich will meine Gummibäumchen. Was? Ja, nur durchs Verkaufen halt, ne? Ja, und das ist halt was nicht so schön ist. Jetzt dachte ich, du willst das bewässern. Bleib hier extra schön brav stehen. Ach, du hast schon. Du kleine Sau, du hinter meinem Rücken hat der einfach hier die Clownsfische reingemacht. Ja, aber wir haben nicht genug Geld. Wir müssen. Also ein Schwein habe ich auch mehr reingemacht, dass wir mit einmal ernten alle 10 haben. Ach so, da waren ja nur 9. Ja, ich wollte ja eigentlich 6 bauen, aber. Also bauen ist gut. Ich wollte ja eigentlich 6 gemacht haben, aber da sind dann ja irgendwie 9 rausgekommen. Wieso hast du die Staffelei leer gelassen? Weil ich es kann. Windmühlenmalerei, da müssen wir noch von freischalten. Machen wir das. Und hier Musik hast du auch freigelassen. Was ist mit dir los hier? Ich war da nicht drin. Das ging eben, als du im Haus warst, kam dieses Maple Leaf Rack, keine Ahnung, was das für ein Lied ist, das einzige Lied, was wir freigeschaltet haben, dass das gelevelt ist. Also erzähl mir hier keinen. Da warst du im Haus. Ja, ich krieg hier alles mit. Nein, das war ein Besucher da. Ich krieg hier alles mit. Der EP will sich wieder rausreden. Der kleine Sack. Oh. Können wir Roggen? Nein. Wir können aktuell nur Weizen. Nee, Moment. Wir könnten aktuell Roggen. Nee. Nur Weizen machen. Oh Gott. Wir müssen nächsten Monat drauf achten, weil der Roggen ist fertig. Den müssen wir dann nochmal neu machen. Also 2 Sachen. Roggen und. Der hat noch 11 Minuten. Na gut, das passt nicht. Ja, dann würde ich ehrlich gesagt auch mit einem Blick auf die Uhr sagen, dass wir so die restliche Zeit hier von diesem Zeitalter, wollte ich gerade sagen, ich bin schon gedanklich bei dem Film, den wir gucken wollen, dass wir die restliche Zeit von dieser Jahreszeit, so rum, ein bisschen überspringen
dass wir jetzt erstmal ein kleines Päuschen machen, beziehungsweise einen kleinen Cut machen, uns die süßen Schweinchen ansehen, die gerade Trüffel hier ausgraben. Das sieht voll niedlich aus, wenn die am Graben sind. Ach so, das sind überhaupt gar keine Pilze, das sind Trüffel. Das sind Trüffelschweinchen hier. War das ein Wortspiel gerade oder was sollte das gerade bedeuten? Das ist ein Wortspiel, aber der Epi hat es anscheinend nicht verstanden. Warum hast du die Schweine nicht abgeerntet? Weil ich mich gerade am Verabschieden bin. Juhu, der Epi hat die Schweine abgeerntet. Und mit diesem Bild, wo er einfach durch mich durchfährt und meinen Oberkörper von meinem Unterkörper am Trennen ist, ich glaube, ich sollte weniger Horrorfilme gucken, würde ich dann sagen, verabschieden wir uns tatsächlich und sagen mal, bis zur nächsten Folge. Ciao. Du sollst winken, du Trottel. Winken nicht. Winkt nicht. Ich schieb jetzt die Schweine durch die Gegend. Da. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.